die Einladung, sodass wir hier gemeinsam Satsang teilen können. Es ist immer schön, wenn wir Satsang teilen können. Dann ist es wirklich nur in uns allen als eins, was Satsang ist. Wenn die Idee, die wir von uns haben, in Gemeinschaft tritt mit dem, was wir wirklich sind, mit unserer ureigensten Natur. Da das Thema der Lounge Heilung durch Selbstergründung ist, stellt sich die Frage, wer wird geheilt? Ist das der Körper? Ist das der Geist? Oder ist das Bewusstsein selbst? Bewusstsein. Sein braucht das Heilung. Was ist es, das erwartet? Geist. Oder ist es das Wachheit selbst, Bewusstsein selbst, bereits hier ist? Dass du, wir, ich, es immer still ist. Zu erkennen, dass du immer still bist, das bedeutet, still zu halten. An diesem Stillhalten und diesem Erkennen, dass du immer schon still warst, bevor die Idee, die du hast von dir, gekommen ist, warst du still. Während die Idee spielt und die Identität baut und verteidigt und in Reibung geht mit scheinbar anderen Identitäten, die sie sich selbst erschafft, bist du auch still. Und wenn sie wieder geht, bist du immer noch still. So ist es wahrhaftig, in der Stille zu finden, das, was immer wach ist. Das, was sieht. In dem alles gesehen ist. So sollte die Idee, die wir haben von uns, erlauben,
dass alles in diesem Sehen steht. Denn dieses Sehen, es klärt die Idee. Es beendet die Zeit. Denn es selbst ist nicht in Zeit. Es ist zeitlos hier und jetzt. Im Herzen von allem. So sollten wir die Sinnesorgane dieser Stille hingeben. Denn diese Stille, sie ist ein guter Reiter dieser fünf Pferde, dieser fünf Öffnungen. Und sie wird uns nicht in die Verwirrung führen. Sie wird uns mehr und mehr zurück zu unserer wahren Natur führen. So ist es gut, wenn wir das, was wir unsere Aufmerksamkeit nennen, immer tiefer ankert halten in dieser Stille. Oder nennen wir es Spacious Awareness, klare Gegenwärtigkeit, ohne Grenzen. Und da das ganze Spiel des Scheins tanzt. Wie auch der Weg von der Idee, die wir von uns haben, zurück ins Herz der Stille. So ist es wirklich nichts, was uns irgendjemand geben kann. Denn es ist bereits hier in uns. Wir müssen diesem zeitlosen Moment nur Achtung schenken. Je mehr Achtung wir ihm schenken, desto mehr wird er uns aufnehmen. Als ob er uns verschlingen wird. Und es ist eine große Freude, verschlungen zu werden von diesem Moment. Ein großer Segen. Und dieser Segen ist immer hier. Er hängt nicht von irgendeinem Ort ab. Oder von irgendeiner Person. Er ist in dir. Und die Idee, die du hast von dir, ist in ihm. In dem, was du wirklich bist. Und wenn dann
diesem Moment der Stille Gedanken oder Bilder hervorkommen, dann können wir fragen, zu wem kommt diese Idee? Zu wem kommen diese Gedanken? Zu wem kommt der Fluss des Geistes, der Gedankenstrom? Und unweigerlich kommen wir immer zu der Antwort, ja, das kommt zu mir. Und hier können wir dann weiter fragen, wer oder was ist dieses Ich? Wo ist dieses Ich-Zentrum hergekommen? Was ist wirklich? Wer bin ich? Und dann kommt vielleicht auch manchmal etwas Schläfrigkeit. Dann können wir fragen, zu wem kommt diese Schläfrigkeit? Ja, die kommt wohl zu mir. Aber wer oder was ist dieses Ich? Bin ich hergekommen? Wer bin ich wirklich? Wer sieht andere Körper, andere Menschen? Wer sieht ein Ego? Dass da ein scheinbarer Widerstand ist, dieser Art der Ergründung gegenüber, dann können wir wieder fragen, wer hat Widerstand? Zu wem kommt dieser Widerstand? Ja, das muss wohl ich sein. Was ist dieses Ich? Wir können keine Antwort geben. Wenn wir eine Antwort geben, wenn wir sehen, dass da eine Antwort gegeben wird, dann können wir fragen, wer gibt eine Antwort? Wer weiß, wer hat Wissen? Ja, das muss wohl ich sein. Aber
wer oder was ist dieses Ich? Und wo ist dieses Ich-Zentrum hergekommen? Das, was du bist, du kannst es nicht besitzen, du kannst es auch nicht werden, denn du bist es bereits. Ich bin nicht mal ein Körper, der hier vor den Augen sitzt. Sinnesorgane. Diese Sinnesorgane, wir sollten sie am besten hingeben. Wir sollten sie am besten hingeben, diesem zeitlosen Moment. Denn er wird sie auf gute Art und Weise leiten. Bewegung wahrnehmen, Bewegung im Geist, dann können wir fragen, zu wem kommt diese Bewegung des Geistes? Das muss wohl ich sein. Wer oder was ist dieses Ich? Hergekommen. Wer bin ich? Hier kommt der Weg der Ergründung zusammen mit der Heilung von Body-Mind. Wenn wir erlauben, dem Körper in diesen Moment, der nicht ein Moment in Zeit ist, in diesem Moment der Zeitlosigkeit, in dem Zeit spielt und tanzt, hinein zu entspannen. Dennoch hängt das, was du bist, nicht vom Körper ab. Der Körper, er wandelt sich immer, er ist nicht konstant. Mal ist er angespannt, mal ist er entspannt, mal ist er krank, mal strotzt er von Gesundheit, mal hat er Schmerzen, mal empfindet er nur Freude. Er wandelt sich immer, er ist nicht konstant, so bist du nicht der Körper. Der Körper
wird nicht erwachen. Auch nicht Gedanken. Gedanken tragen nichts bei zum Erwachen. Wir können Jahrtausende nachdenken über Erwachen. Das wird uns nicht zum Erwachen führen. Das wird uns im besten Fall dazu führen, wenn wir ein intellektuelles Verstehen haben von dem, was ist, dass wir beginnen zu ergründen, was wirklich ist, hier und jetzt. In dies hineinzulächeln. Denn wenn wir den Körper spüren und wahrnehmen, dann ist das, was wirklich ist, nicht im Kopf zu finden. Und immer, wenn wir in Satsang eintreten und ins Herz wahrnehmen, spüren, dann kommen von dort manchmal tote Vergangenheit hoch. Das hat Vergangenheit so an sich, es ist vergangen, somit nicht mehr aktuell. Doch als Gewohnheit dieser Kondition, dieses menschlichen Körpers und der Identität damit, ist, dass wir Vergangenheit speichern. Und wenn wir in diesen Moment eintreten, was wirklich Satsang ist, diesen Moment ohne Grenzen, und tief in diesem Moment verankert sind, was wir tun sollten, immer. Nicht, wenn wir zu einer Veranstaltung gehen. Wir sollten Satsang nie verlassen. Und manchmal beginnt dann diese tote Vergangenheit hochzusteigen. Und wenn sie im Kopf steigt und gar zu reden beginnt, dann können wir wieder fragen. Und wir können erlauben, loszulassen. Loslassen ist nie ein Tun, es ist vielmehr ein Erlauben. So sollten wir immer erlauben, dass all die Idee, die wir von uns haben, in diesem Sehen dieses Moments steht. Denn das ist deine Kraft, sie ist in dir. Die Idee, die du hast von dir, auch der Körper, alles ist in ihr. Ihr und dir und ich ist wirklich ein und dasselbe. Das ist nur die Idee, die wir haben von uns.
die anderes erzeugt und sich dann in Relation stellt zu dem anderen, das sie erzeugt und sich vergleicht und in eine Art von Wettbewerb geht, so kann da nicht einer mehr erwacht sein und der andere weniger. Denn dieser Moment ist immer wach. Nur die Idee, die du hast von dir, die Idee, die wir haben von uns, sie kann verschwinden in diesem Moment. Und dann sieht, was wirklich ist, sich selbst. Denn da ist noch nie jemand anderer gewesen. Das ist nur der Schleier, den Geist erschafft. So können wir jeden Morgen, wenn wir aufwachen, uns daran erinnern, dass alles, was wir sehen und hören und spüren und denken, all dies entspringt dem Geist. Doch du bist nicht der Geist. Du bist immer hier und jetzt. Also wenn ich du sage, könnten wir das auch austauschen mit es oder ich. Das ist der Name. Der Name ist die erste Erscheinung, die erste Idee. Ja? In der Bibel ist das sehr schön beschrieben. Da schreiben sie, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. Und Gott war das Wort. Das ist der Name. Ein Gefühl von ich existiere, Existenz, Sein. Pures Sein. Nicht werden. Oder dies sein oder das sein. Einfach nur sein. Es ist der Name, wie auch immer wir den Namen verwenden, sollten wir, wenn wir den Namen verwenden, als eine Art von Ergründung oder Praxis, sollten wir den Namen so verwenden, dass wir ihn in Verbindung setzen mit diesem Sein. Dieses Sein ist weder innen noch außen. Es ist überall. Und dieses Sein, diesen Namen, dieses Gefühl von Existenz, wir sollten es im Herzen spüren. Und wenn wir dieses Gefühl wahrnehmen von Sein, ja, dieses Gefühl von ich bin, nicht ich bin dies oder ich bin das oder ich werde oder ich war, sondern einfach nur ich bin. Dann schenken wir volle Aufmerksamkeit dem, aus dem dieser Name entspringt, dieses Gefühl von Ich Bin, dieses Gefühl von Existenz. Das ist dasselbe wie Ergründung. Wir halten still, denn wir erkennen, dass wir immer still sind. Dass das, was
wir sind, immer schon still war. Und immer still sein wird. Denn es ist außerhalb von Zeit. Somit außerhalb von Geburt und Tod. Denn das Leben ist nicht das Gegenteil von Tod. Tod und Geburt ist wirklich ein und derselbe Punkt im Zyklus des Seins, im Spiel des Wandels. So können wir täglich sterben. Zu der Idee, die wir haben von uns, diese täglich sterben lassen. Dies bedeutet, in Satsang zu sein. Die Idee, die ich habe von mir, ist in Gemeinschaft mit dem, was ich wirklich bin. Ich bin nicht, ich bin dies oder ich bin das. Nicht, ich bin der Körper oder ich bin der Geist. Ich bin nicht der Körper, ich bin nicht der Geist. Wir können auch verschiedene Worte verwenden, wir können uns auch grenzenlose Gegenwärtigkeit nennen. Dennoch ist es kein Wort, das es je beschrieben hat. Dies ist, was ist, dieses einfache Wahrnehmen. In ihr können wir den Schein wahrnehmen. Das, was wir glauben, das ist. Und es ist nur Gewohnheit, dies zu glauben. Gewohnheit und Identität. Und sie ist Jahrtausende alt. Und sie ist überall. Es ist nur ein Schein.
Es ist nicht wirklich. Sie verdeckt das, was wirklich ist. Aber wenn erkannt ist, dass es nur eine Fata Morgana ist, eine Mirage, dann leuchtet das, was wirklich ist, durch sie hindurch. Es wird ein bisschen wie eine unendlich offene, weite, transparente, dreidimensionale Leinwand, auf der Bilder tanzen. Wolken, Sonnen, Sterne, Raum, Zeit, Erde, Körper, vielerlei Bilder, die in dieser Leinwand tanzen. Du bist die Leinwand, nicht das Bild. Und die Frage, ob das Bild existiert oder nicht. Wir können sagen, es existiert nicht. Wir können auch sagen, es existiert. Dasselbe wie bei der Fata Morgana. Auch sie existiert. Doch wenn du nach ihr greifst, ist sie nicht mehr da. So ist dieser Weg der Ergründung sehr praktikabel im Alltag. Wir brauchen keinen besonderen Platz dafür. Wir brauchen keinen anderen Menschen dafür. Wir brauchen keine besondere Kleidung dafür. Eine Gruppe, eine Zugehörigkeit, nichts von all dem brauchen. Manchmal ist es dann auch schwierig, diese Ergründung immer zu machen. Dann können wir einen Namen verwenden.
Wir können den Namen singen. Wir können ihn still im Kopf singen und im Herzen spüren. Diesen grenzenlosen Namen. Und immer wenn wir den Namen singen, lauschen wir, nehmen wahr, sehen, wo dieser Name entspringt. Das bist du wirklich. Das ist auch Ursprung, Quelle, Emptiness, Space, Boundless, Nameless, Formless. Erlauben, sich in dieses Sehen hinein zu entspannen, in dieses Sehen zu verlieben. Dies nennen wir Hingabe. Weg der Hingabe. Und wenn wieder Schläfrigkeit auftaucht, können wir fragen, zu wem kommt Schläfrigkeit? Ja, das bin wohl ich. Wer oder was ist dieses Ich? Wo ist dieses Ich-Zentrum hergekommen? Was ist wirklich? Wer bin ich? Und wir können keine Antwort geben, denn wir sind die Antwort, aber nicht die Idee, die wir haben von uns. So ist es wirklich ein Erwachen, nicht für den Geistkörper, sondern von dem Geistkörper. Und der Geistkörper wird tun hier in dieser Welt des Scheins, was auch immer er zu tun hat. Dennoch ist es klar, du bist nicht der Handelnde. Du bist wie die Leinwand. Dreidimensional, unendlich, ohne Grenzen, alles durchdringend. Und wenn dann Zweifel kommen, können wir fragen, zu wem kommt der Zweifel? Bhagwan hat das so schön beschrieben, weil diese Frage oft an ihn gestellt worden ist. Er hat gesagt, der Zweifel geht, wenn der Zweifler gegangen ist. Der Wissende geht, das Wissen, das besessene Wissen geht, wenn der Wissende geht. Die Weisheit allein bleibt übrig, aber niemand besitzt sie, denn hier ist niemand.
wir dürfen im Herzen erlauben, in dieses klare Sehen hinein zu entspannen. Wie ein sanfter Strom von Freude, oder nennen wir es Frieden oder Liebe. Es ist nicht etwas, das wir besitzen können oder erhalten können oder geben können. Denn es ist bereits hier, hier und jetzt, nicht in der Zukunft. Es ist nur hier und jetzt, das Zeit beenden kann. Und das ist deine wahre Natur. Zeit wird auch Karma genannt. So können wir nicht Karma auflösen, indem wir gutes Karma schaffen. Denn Zeit wird nicht durch mehr Zeit beendet. Und wenn wir verstehen wollen, können wir fragen, wer will verstehen? Ja, das bin wohl ich. Aber wer oder was ist es ich? Wo bin ich hergekommen? Wo ist das Ich-Zentrum hergekommen? Wer bin ich? Ich hat keinen Namen, es hat auch keine Form, nur die Idee, die es hat von sich, erzeugt Name und Form und beginnt sich damit zu identifizieren. Das wird Maya genannt. Wenn wir wieder merken, dass wir Wissen besitzen, dass wir verstehen oder verstehen wollen, dann können wir wieder fragen, wer weiß? Ja, das bin wohl ich. Aber wer oder was ist dieses Ich? Wo bin ich hergekommen? Und in diesem zeitlosen Moment nimmt Body Mind ganz gut die gespeicherte Vergangenheit. Dann können wir erlauben, Body Mind, wir können erlauben, dass es sich in diesen zeitlosen Moment hinein entspannt. Dass das Herz diesen zeitlosen Moment dankbar ist. Dass es dankbar ist für alles. Was es dazu gebracht hat, diese Ergründung von sich selbst
aufzugreifen. Und kontinuierlich zu verfolgen. Diese Dankbarkeit, sie wird mehr Liebe freisetzen. Denn die Liebe, sie ist überall. Sie ist nicht unbedingt eine Ausdrucksform. Sie kann sich auf so viele Arten und Weisen ausdrücken. Nicht so, wie wir uns das immer vorstellen müssen, unbedingt, ja? Liebe hat Raum für alles. Auch für Schmerz, auch für Leid. Aber nichts bleibt, alles kommt und geht. Doch diese zeitlose Liebe, die überall ist, wir können sie auch Gnade oder Segen nennen. Sie kommt und geht nicht. Sie ist immer hier. Sie ist das Gefühl von Sein. Pures Sein. Nicht ich bin dies oder ich bin das. Oder ich werde oder ich war. Einfach nur. Ich bin. So ist es manchmal schwierig, diese Art der Gründung kontinuierlich, konstant zu verfolgen. Dann können wir auch den Atem spüren. Hinsetzen. Wir können das aber jederzeit im Alltag machen, überall, egal wo sich der Körper gerade befindet. Wenn wir es formal machen, können wir auf die Augen schließen oder auf sie offen halten, das ist nicht so wichtig, aber da das Sehsinn einer der großen Identitätsgeber ist von diesem Ich-Zentrum, ist es manchmal ganz gut, wenn wir sie schließen. Wenn wir es formal machen, können wir zuerst den Körper fühlen. Die Beine, wie sie entspannen. Wir können die Beine spüren und spüren, wie sie öffnen und entspannen. Auf den Rumpf des Körpers. Auch diesen können wir spüren und wahrnehmen. Wir entspannt und atmen. Den Nacken. Den Kopf. Alles entspannt und atmen. Es ist weniger ein Tun, es ist vielmehr ein Erlauben. Wir können wahrnehmen und spüren den Körper. Er entspannt und wird leichter, durchlässig. Den Nacken.
beginnt sich mehr und mehr aufzulösen.
dass in diesem Gewahrsein alles gesehen ist. Gewahrsein ohne Grenzen. Beobachtet den Einatemstrom, den Ausatemstrom. Einatemstrom, der Gedanke ich aus bin. Dass der Geist in diese klare Gegenwärtigkeit will, können wir fragen, zu wem kommt der Geist? Zu wem kommen Gedanken? Zu wem kommen Objekte? Wer genau ist dieses Ich? Wo ist es hergekommen? Wer bin ich? Und je mehr Achtung wir dem schenken, was wirklich ist, desto mehr wird es uns aufnehmen. Hier spreche ich von der Idee, die wir haben von uns. Denn das, was wir wirklich sind, es tut gar nichts. Was wirklich ist, selbst, sich selbst, Liebe zu schenken. Dies nennen wir Hingabe. Im Herzen diesen Frieden, diese sanfte Freude, die immer hier ist, die auch Raum für alles andere hat, aber alles kommt und geht. Du bist immer hier. Das ist auch das Erkennen, dass du immer still bist, immer schon still gewesen bist. Dem Achtung zu schenken, beginnt am Morgen, wenn der Körper aufwacht und der Ich-Gedanke in den Kopf springt und zu sprechen beginnt und die Objektwelt erzeugt. Und es ist nichts, das uns irgendjemand geben kann. Und wenn da Widerstand ist,
selbst wenn wir es bewerten, können wir auch diese Bewertung wahrnehmen. Und ist das, was wahrnimmt, in irgendeiner Weise berührt von diesem Widerstand, von dieser Bewertung? Ich denke, diese Frage kannst du sehr gut beantworten mittlerweile für dich selbst, wenn du dich schon eine Weile im Satsang befindest. Wie gesagt, Satsang ist nicht an einen Ort gebunden oder an irgendeine Person. Es ist in Gemeinschaft zu sein mit dir selbst, mit dem, was du wirklich bist, deiner ureigensten Natur. Das, was nicht kommt und geht, immer hier und jetzt. Der Moment, der nicht in Zeit ist, der Moment, der Zeit beendet, somit Karma und Wiedergeburt und Körper und Krankheit. Nicht eine Art von Heilung, die als Gegenteil Gesundheit hat und später wieder Krankheit. Und Tod und Geburt und so weiter. Dies ist Heilung durch Selbstergründung. Es ist Heilung vom Geistkörper, nicht für den Geistkörper. Dennoch kann auch der Geistkörper in ihr gut geheilt werden, wenn wir ihm erlauben, sich in diese Klarheit, diese klare Gegenwärtigkeit hinein zu entspannen und zu öffnen, durchlässig zu werden, wenn wir dem Herz erlauben, dieses klare Sehen zu lieben, ihm dankbar gegenüber zu sein, für alles, was da zu der Idee, die wir haben, von uns gekommen ist und sie dazu gebracht hat, in diese Art der Ergründung zu gehen. Dies ist der wahre Segen und er ist immer hier und jetzt für jeden zugänglich. Dieser Segen erbringt Heilung. Dieses Wort, das bedeutet auch sowas wie Ganzwerdung. Und da ist nur eins, das ganz ist. Und dieses Eins allein existiert. Alles andere ist eine Idee, die der Geist erschafft. So sollten wir jeden Morgen, wenn wir diesem Herzen wünschen, diesen Wunsch nach Freiheit oder Frieden, oder wie auch immer wir das nennen wollen, in unserem Herzen verspüren, sollten wir diesen Wunsch nähren, indem wir diesen Moment Achtung schenken. Von dem Moment, wo dieser Body-Mind aufwacht, durch diese sogenannte Welt läuft, bis er wieder schlafen geht. Weil wenn er wieder schlafen geht, ist es so, als ob diese Idee, die wir haben von uns, zu diesem Moment zurückkehrt, um eine Weile Ruhe zu finden, sodass sie dann wieder hervorspringen kann und ihre Welt erschaffen kann. Dies nennen wir Tiefschlaf. Dann beginnt es zu träumen. Es erschafft eine komplett neue Welt. Eine ganz andere Welt. Und dann wachst du auf und die ganze Welt ist weg. Und du bist in diesem sterblichen Traum und kreierst eine neue Welt.
so könnt ihr gut sehen in diesem Satsang, dass Body-Mind sich immer verwandelt, immer ändert. Und dass das, was du wirklich bist, nicht Body-Mind ist.